Moin, herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge Let's Play LS17 Nordfriesische Marsch-Map. Die Vierfach ohne Gräben in der Version 1.3. Und was ich jetzt mache, bin hier beim Rinderhof. Meine Rinder wollen mit Wasser versorgt werden. Und jetzt mache ich das, was ich immer mache, wenn ich irgendwo Wasser brauche. Kaufe mir einen Ackerschacht. Dieser Ackerschacht. Hat eben ganz klar den Vorteil. Da ist er. Dass er mir Wasser bietet. Ich kann Wasser zapfen. Ich brauche nicht einen See, einen Fluss oder was, einen Graben suchen. Ich habe ja hier keine Gräben. Und ich kann mir da Wasser zapfen. Ich zeige euch das. Ich habe extra meinen Deutz hier. Ich sammle übrigens immer noch Ballen. Jetzt allerdings so weit, dass ich den Ballensammler mit Follow Me hinterhergeschickt habe. So, jetzt stelle ich mich hier hin. Und jetzt zapfe ich Wasser. Und das kostet mich nicht mal Geld. Ist das nicht geil? Dann kann ich in der Zwischenzeit hier mal gucken. Weiß nicht, warum das da jetzt stockte. Aber so viel ist es auch nicht mehr hier auf dem Feld. Das ist schon ganz cool. Na los, komm. Den kriegt er nicht. Ja, den tragen wir hinterher. So, bitteschön. Und den lädt er automatisch voll. Super. Wir sind voll mit 22.500 Litern Wasser. Und wir bringen das Wasser jetzt hier mal zu den Rindern. Beziehungsweise zum Rinderstall, damit wir dann anfangen können, Rinder zu züchten. Was fehlt uns dann noch? Stroh fehlt uns, Kraftfutter fehlt uns. Was denn noch? Ich weiß das jetzt gar nicht, was wir alles hier brauchen. Ich geh mal rein. Hier hinten gibt es ja eine Anzeige. Kraftfutter. Silage. Oh. Ja, wunderbar. Dann müssen wir Stroh machen. Dann müssen wir mal gucken. Was gibt's denn hier für Felder? Körnermais kann ich jetzt nicht so viel mit anfangen. Erste, Feld 34 würde praktisch liegen. Ist auch Feld 33 drauf. Roggen. So. Boah, das kaufen wir, oder? Jawohl, haben wir immer noch 1,2 Millionen. Das müssen wir düngen. Aber den können wir eigentlich auch mal nochmal losschicken. Ich weiß gar nicht, ob hier noch Wasser gebraucht wird. Schaden tut's nicht. Ah! Haben wir ja mit Gülle düngen. Wendekreis wie so ein großer Traktor. Okay, so wird das nix. Also müssen wir das anders machen. Ja, ich mach gleich weiter mit.
Noch kann man hier ja durchfahren. Welt 33 war das, ja? Welt 33. War schon nicht so schlecht, ne? Ja, so viele Felder habe ich gar nicht. 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Ja, den Viertel. Oh, Feld 33 ist aber auch kein kleines Feld. Und wir fahren da jetzt einfach mal drauf, und zwar von hier. So. Und machen einen Kurs. Automatisch Startposition. Vorgewende. Kurs generieren. Und speichern. Wir müssen noch mal die Cosplay-Kurse organisieren. Das geht nämlich hier auch gerade völlig in Chaos über. Ja, da stellen wir uns mal ein bisschen anders hin. Sonst macht er wieder irgendwelche komischen Sachen, aber nicht das, was ich will. Ich habe keine Fruchtzerstörung drin, deshalb brauche ich auch keine Pflegebereifung. Ja, gucken wir uns das mal an, wa? Gleich mal ein Bild von. Wunderbar. Mal eben was in den Einstellungen gucken. Grübel, Kühe. Ja, super. Speichern wir mal. Ich habe noch nicht gespeichert in dieser Session. Könnte fatal sein. So. Hat er überhaupt was getan? Wassermäßig? Wasserstandsmäßig? In das Schauglas. Die haben keins oder was? Egal. Wir machen weiter. Wasser auffüllen. Er ist immer noch nicht ganz voll. Ja, gar nicht. Ist ja gar kein Cosplay. Wo soll ich denn mit den ganzen Ballen noch hin, ey? Ist doch nicht mehr feierlich. Aber das ist echt nicht mehr feierlich.
Performance lässt nach. Mit so vielen Ballen soll das auch kein Wunder sein. Stehen mir hier eigentlich im Weg. Ich mache sowieso keine Silage hier. Also Singleplay zumindest nicht. Gucken, was da vielleicht noch mal irgendwann im... Vielleicht gibt es ja irgendwann mal Multiplayer. Vielleicht mache ich das ja mal. Mal gucken. Kann ich noch nicht sagen. Im Moment habe ich da nichts geplant. Bock drauf hätte ich wohl. Aber... So, der Big M hat die Aufgabe erledigt, meint er. Ja, das lassen wir mal. Der hat zwar auf der anderen Seite noch einiges nicht erledigt, aber das lassen wir jetzt mal dahingestellt. Ja, der muss jetzt noch ein bisschen da... Komm, den einen Ballen muss er noch rausschmeißen. Reagiert er wieder nicht? Krieg ich ihn nicht an? Ja, egal. Ich muss mal mich räuspern. Okay, also, er meint hier, er wäre fertig. Ich kann mich hier nicht mehr bewegen. Bei mir hat es hier gerade irgendwie alles durcheinander gehauen. Ich speichere mal vorsichtshalber den Spielstand. Okay, so. Wenn ich da jetzt wieder reingehe. Na, jetzt geht er auch wieder. 100, also seit ich in dieser Aufnahmesession habe ich damit schon. Ja, bitte, geht doch. Da wollte ich doch gerne. So, jetzt fahren wir den Big M weg. Mehr will ich hier gar nicht haben. Ich stelle den Big M dann erstmal hier ab. Mal gucken, wo ich ihn das nächste Mal wieder brauche. Und vielleicht kaufen wir uns einfach nochmal einen. Muss mal schauen. Wenn wir den nochmal einen brauchen. Kann ich den dann hier auch... Das ist schön, schöne große Halle. Ich werde den Big M mit der Ultima hinten dran dann stehen lassen. Und mich mal eben schnell durchsteppen, bis ich wieder in meinem... Na, wo haben wir ihn denn? Da. So, komm. Die zwei Ballen holen wir noch. Und dann sind wir durch. Und den lassen wir auch gleich hier unten stehen, weil wir müssen ja auch noch Strohballen machen. Mhm. Wir können uns gleich noch weiter ums Wasser kümmern. Nein! Ey, Leute, wie dämlich bin ich denn? Schon wieder. Werd hier bekloppt, ey.
So doof kann auch nur ich sein. Wie sieht's denn da hinten aus? Naja, geht. Ja, so, komm. Das lassen wir jetzt so. Licht aus, aussteigen. Einmal da hingehen. Den einen Ballen da aus dem Weg räumen. Boah, ich könnte mich so ärgern. Ich könnte mich so ärgern. Wo ist der jetzt hin? Nein. Du bist ja jetzt geflogen. Bescheuert oder was? Muss man echt vorsichtig sein, wie man sich hier bewegt. Sonst haut man hier mal gleich alles durcheinander. Das will ja keiner. So. Wasser ist wieder voll. Wir können weiter Wasser verteilen. Ich bedanke mich erstmal bei euch, dass ihr eingeschaltet habt. Und ja. Wenn es euch gefallen hat, hinterlasst mir einen Kommentar, hinterlasst mir ein Like, abonniert mich. Oder ja, noch mehr freuen würde es mich natürlich, wenn ihr heute Nachmittag wieder einschaltet. Am Sonntag Nachmittag. Und ich habe das in den letzten beiden Folgen auch schon gesagt. Ich habe ja so ein Tipps und Tricks Video veröffentlicht diese Woche, wo es so ein bisschen um Mods verändern geht. Ich sag's auch jetzt nochmal, ich bin da kein Profi, was das angeht. Im Gegenteil, ich würde mich überhaupt nicht als Modder bezeichnen. Nein, bin ich nicht. Ich bin nur ab und zu mal dabei und passe mir einen Mod irgendwie so ein bisschen an, wenn irgendwas da dran nicht so ist, wie ich mir das vorstelle. Und ja, wenn ihr Ideen habt, was ihr gerne wissen würdet, was ihr gerne sehen würdet, dann, ja, sagt mir Bescheid. Ja, würde mich freuen. In diesem Sinne sage ich Ciao!